Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 7 Rebirth. So, wir dürfen da nicht rein. Wir haben das mit der Protosubstanz noch zu machen. Und das hier ist auch noch so ein Problem. Ich finde es gut, dass die Karte recht groß ist, aber es nicht so vollgestopft ist, ehrlich gesagt. Also wäre es jetzt hier lang gegangen, wäre das echt, nun ja, anstrengend gewesen. Weil hier fängt ja erst das an, was wir schon kennen. Und das hier ist ja alles praktisch, da gehen wir nicht hin, glaube ich, oder? Ja, wir werden das jetzt noch mit der Protosubstanz ein paar Mal probieren. Und wenn das nicht funktioniert, gehen wir mal zum Chatli. Und wenn das nicht funktioniert, gehen wir Kampfplatz 11 und 12. Gehen wir die Hauptstory machen. Dann gehen wir mal ins Fischerdorf. Weil wir haben ja auch schon hier das Zuhause von der guten Kiri gefunden. Und sie ist noch nicht da. Wahrscheinlich hat sie wieder irgendwas in Junon angenommen. Irgendeinen krassen Deal. Und benutzt unseren Namen. Vielleicht versteckt sie sich ja auch dann in der... Wartet mal, ich bin doch falsch. Was mache ich denn hier? Steckt sich auch in diesem anderen da, Anti-Shinra. Hätten wir nicht einfach erzählen können, ja, hier, wir haben den Reaktor gesprengt, wir sind voll Anti. Halt, stopp. Wie kann ich hier... So. Wollte ich direkt absteigen. Ja, ja, ja. Ich weiß, was hier los ist. Wir müssen es so langsam mal hinkriegen. Ja, wir wollen es noch einmal versuchen. Also, wir hätten seine mal nur 30 Sekunden länger gebraucht. Und dann hätten wir es hinbekommen. So, ich würde sagen, wir versuchen es nochmal so. Ausbalanciert. Das hier gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Zwei davon, eins davon. Wir versuchen es mal. Ich will das schon mitnehmen. So, der fängt hier drüben an. Das ist mal ja. Hey! Wer gehört denn überhaupt zu mir überhaupt? Okay.
Wieso war das jetzt so einfach? Was soll denn das jetzt? Oh, mein starker, mutiger Held! Stopp, sofort aufhören! Wenn du dich unbedingt erkenntlich zeigen willst, drück die Protosubstanz raus! Das könnte dir so passen, was? Vergiss es. Prinzessin? Der Schatz gehört einzig und alleine mir. Nicht in 1000 Jahren überlasse ich ihn euch. Oberst. Folgt mir, meine treuen Untergebenen. Jetzt, da wir den Schatz besitzen, kann uns nichts und niemand aufhalten. Gemeinsam werden wir ein mächtiges Reich erschaffen. Herr Oberst, sie hatten ja das Panzerschwert dabei. Wir kommen mit! Dieser Drecksack. Wenn ich den und seinen polygonalen Arsch erwische. Die ganze Sache hat also mit der Ankunft des Obersts begonnen. Die Spielfiguren schienen jedenfalls äußerst glücklich zu sein, sich endlich frei bewegen zu können. Auch ich werde nie vergessen, wie frei ich mich fühle, seit ich Hojo hinter mir gelassen habe. Der Oberst ist für die vermutlich das, was Cloud für mich ist. Eine Art Symbol für die Hoffnung. Mag ja sein, aber die Protosubstanz brauchen wir doch trotzdem. Ja. Ich habe sie auch bereits lokalisiert. Gut, dann gehen wir. Dann schauen wir mal das verlassene Feldlager in den Bergen. Ja, da waren wir schon. Jo. Ich muss nur schauen, wie wir da am besten hinkommen. Also welches wir am besten nehmen. Schon das hier, oder? Und dann können wir heute tatsächlich noch nach Juno, oder? Heute vielleicht? Heute, wenn wir noch was hinkriegen. So. Müssen wir da drüben hin? Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Wir können da drüben zwar hoch, aber... Nein! Okay. Kränken. Man müsste hier irgendwie oben lang, um hinzukommen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Ja. Das ist das Ziel. Oh, das ist also das Reich des Obersts? 100 Jahre fast suchte ich nach meinem Schatz ohne jede Rast. Sprengte die Grenzen der Welt, nur auf mich allein gestellt. Was ist ein Haiku?
Was soll das werden? Kommt nicht näher! Oh. Wir beschützen den Oberst! Wer ihm auf die Pelle rücken will, darf keine Gnade erwarten! Gut, wenn ihr unbedingt einen Kampf haben wollt, könnt ihr haben. Wir versuchen es erstmal so. Oh-oh. Ah, der Oberst ist ein schwer in den Dingstyp. Hat er jetzt sein Dings gewechselt? Los, schieß! Nein! Diese paar Sekunden.
Okay. Machst du so platt. Oh, wir haben es geschafft. Ich nehme die mal an mich. Das war's wohl für uns. Aus der Traum von Freiheit. Aber wenigstens konnten wir zum Schluss nochmal alles geben. Es war uns eine Ehre. Ja, stimmt. Hat Spaß gemacht. Danke für diese unvergesslich tolle Zeit. Hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal wieder. Ha, werd euch ganz bestimmt nicht vergessen. Wir haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Protosubstanz gefunden. Oh ja. Die Welt von Frau Condor hat sich zusammen mit den Daten des Obersts aufgelöst.
Leider konnte ich nicht herausfinden, wer hinter ihm steckt. Hä? Verstehe. Wieso kommt das nicht unter Kontrolle? Wir werden sie wohl nie wieder treffen, was? Überlass das mir. Ich habe mir da schon etwas ausgedacht. Allerdings weiß ich nicht, ob ich so viel für sie tun kann wie ihr Oberst. Ich präsentiere euch Vor Condor Version 2. Das Spiel basiert auf dem Kampfsimulator und nutzt seine Rechenkapazitäten. Dadurch wird den Einheiten nun freies Denken und Handeln ermöglicht. Wenn es denn das ist, was sie wollen. Chatley hat Fort Condor aktualisiert und einen Missionsmodus hinzugefügt. Nutze ihn, wenn du eine neue Herausforderung suchst. Ob sie sich beim nächsten Mal wohl noch an uns erinnern? Hier, pass gut auf die Protosubstanz auf. Und lass sie dir ja nicht abluchsen, verstanden? Ist das hier? Zwischen Raum und Zeit. Wandernde Seele. Auf einer Brücke. Der Oberst? Ach ja. Du hast da etwas, das mir gehört. Gib es zurück! Du kannst diese Macht nicht begreifen, geschweige denn beherrschen. Vergiss es. Dann muss ich es mir wohl mit Gewalt holen. Bitte was? Genau wie ich es vermutet hatte. Ich habe sofort gesehen, dass du ein würdiger Gegner bist. Das heißt dann wohl... Taktischer Rückzug! Eine schöne Ladesequenz, oder? Ach ja. Ach ja. Schreit er wieder. Was war das? Mir geht's gut. Keine Sorge. Du bist schon ein bisschen verknallt in ihn, was, Chatley? Egal, was passiert, ich komme schon klar. Mach dir also keine Sorgen. Schließe das Minispiel im Missionsmodus ab. Ah, okay. Hä? 0 von 4? Muss man das verstehen? Ich habe gedacht, wir machen es einfach in seinem Kampfsimulator, dafür nicht hier. Naja, wir gucken mal. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.